Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Denkfehler, nämlich, oder einen Denkfehler prinzipiell habe ich nicht, nur ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich, oder wahrscheinlich wenn ich den Teleporter betrete, wird auch dieses lustige Glücksrad zurückgesetzt. Oder auch nicht, weiß man nicht. Ich gehe mal in den Teleporter rein. Sehr schön. Und nach unten. So, und jetzt bin ich gespannt. Ah, nee, ging sogar. Meine Theorie hat sich bewahrheitet. So gefällt mir das natürlich ganz besser. Gut. Okay. Wir schießen wieder mit Kernen. Nicht so. So. Gut. Ging sogar. Der große Schlüssel. Ja, das wusste ich natürlich, dass hier der große Schlüssel ist. Also, wieder zurück. Wo war das jetzt eigentlich? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, hier bin ich durchaus... Könnte ich hier richtig sein? Ja, vielleicht theoretisch, eventuell bin ich hier richtig. Nee. Natürlich nicht. Gut, dann muss ich wohl wieder den Teleport zurücknehmen. Muss ich? Nee, muss ich nicht. Oder? Muss ich? Nee. Gut. War das hier? Ja, das war hier. Sehr schön. Lasst mich in Frieden, ihr blöden Viechis. So. Diese blöden Flugdinge, ich hasse es. So, einmal hier. Und schalten. Ja, Gott sei Dank. Boah, das muss ich mir merken, dass ich die abfackeln kann. Und der Endbossraum. Ja, ich kann nicht mehr mit Schwert schlagen. Blöd, ne? Ich mache hier schnell den Stein weg, damit ich hier noch die Büsche zerhacken kann, weil vielleicht ist hier irgendwo noch ein Herz oder so ein anderes Zeugs drin, das ich vielleicht gut gebrauchen kann. Ja, ein Herz ist da gut, Kerne sind auch da. Sehr schön. Und rein bei der Tür. Oh, ein Schatten. Musst du mir kurz was zu trinken gönnen? Ja, du kannst mich nicht sehen, denn ich bin dein Schatten. Was? Wow. Muss ich Angst haben? Nee. Blup. Das ist gerne. Ja doch, irgendwas mit den Kernen muss ich machen. Irgendwas mit den Kernen muss ich machen. Blup. Na toll. Na toll. Blup. Du dummes Ding. Ah, lass mich. Oder vielleicht mit Arcanum-Kernen hier bestreuen? Na toll. Lasst mich, ihr blöden Schatten. Flup. Ne? Out. Flup. Oh. Nee. Okay, verstehe. Wenn ich die anziehe, dann verschwindet sie. Das bedeutet, ich muss mit dem Blas... Ja, haha, ich hab's kapiert. Ja, Nintendo, ich hab's kapiert. Muhahaha. Ah, verdammt, 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 ich sterbe. Wieso bist du so schnell? Ich muss niesen. Ah, so eine blöde Situation zum Niesen. Nein! Tuck, bonk. Da muss das sein. Boah. Könnte du nicht nach 3 Treffern kaputt sein? Könntest du nicht einfach mal geradeweg sein? Böse Schatten, böse Schatten. Böse Schatten, lass mich! Ja, lass doch die Schmetterlinge außen vor. Nein,
Ja, ich hätte sie dreimal treffen können, nur ich hab's natürlich wieder vergeigt. Nein, 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 lasst mich, Schatten, lasst mich in Ruhe. Eieiei. Eieiei, bunk. Bunk. Oh. Bunk. Ah, verdammt. Ah, lasst mich, Schatten, lasst mich. Nein, 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 verdammt. Wieso sag ich so oft verdammt eigentlich? Fortsetzen natürlich. Wie sollte ich jetzt wieder zu dem Gegner finden? Ich finde doch da niemals mehr hin. Nicht gut, ja, falsch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt habe ich nicht das Problem, dass ich hier jetzt genau wieder dieselbe Situation wie vorhin habe. Also gut, ich werde mich erstmal wieder aufpowern hier mit so Gegenständen und so und so. Jetzt werde ich nämlich hier vom Rad... Nee, ich komme sogar in die richtige Richtung. Ah, so gefällt mir das. Gut, passt. Passt alles. Ja, aber ich meine, so schwierig wäre der Gegner gar nicht. Aber natürlich lasse ich mich wieder komplett verwirren von diesem Gegner. Und deshalb, ja, ist das jetzt so gut gelaufen. Wow. Hallo? Hier. Mag ich trotzdem nicht. Komm. Heieiei. Diese blöden Flugsträucher. Ich bring sie um. Also, das wäre eigentlich mein primäres Ziel, ne? So. So, komm jetzt. Tschüss. Sehr schön. Und den Krug, der steht so blöd da, diese Vase. Die werde ich jetzt auch geben müssen. Ist nichts drin. Okay. Ich dachte mir schon, die steht hier so rum, weil Spaß und so, ne? Zack. Zack. Diese blöden Flugpflanzen. So. Erneut. Ach ja, der Stein, das hätte mir vielleicht jemand sagen können, dass der Stein so bleibt. Na gut. So schieße ich ja eigentlich mit den Feuerkernen herum. Das ist eigentlich auch komisch, weil ich nehme jetzt andere Kerne. Weil von den Duftkernen hätte ich ja mehr. Wahrscheinlich helfen die Duftkerne nichts. Ja, ich weiß, du bist mein Schatten, bla bla bla. Ist nichts Neues, ja. Blüpp. Und ich lasse mich natürlich gleich vom Schatten treffen. Natürlich, was denn auch sonst? Punkt. Punkt. Ja, doch, trifft auch. Okay. Aber was mache ich bitte? Toll, ich Nein. Boah, diese Schatten, die sind ja teilweise richtig fies. Punk. Punk. Aha. Komm, splitte dich auf in deine Schatten. Da. Seht ihr das? Das ist ja eine Frechheit. So, die Sachen müssen wir natürlich alle zerstören, um hier effektiv gegen dieses Viech vorgehen zu können. Dunk. Hält ja gar... Oh, mehr Schmetterlinge. Punkt. Ach ja. Okay. Splittest du dich eben wieder auf in deine Schatten. Punkt. Oh, kaputt. Ach, wie süß. Ja, merkt ihr... Ah, ein neues Herz könnte er. Sehr schön. Merkt ihr, so schwierig ist der Gegner gar nicht. Und rein da. Und wir haben... Oh, was ist das? Du erhältst die Stimme des Echos. Eine Essenz der Zeit. Ihr Widerhall erstreckt sich über weite Ebenen, um zu einsamen Herzen zu sprechen. Ja, sehr schön. Juhui. Wow. Oh mein Gott, Zwischensequenz. Ambis Turm steht kurz vor der Vollendung. Arbeiten in der Gegenwart auch noch. Ist Ambis Turm erst errichtet, wird man mich als die größte aller Königinnen in Erinnerung behalten. Muahahaha. Also, die hat eigentlich eine weiblichere Stimme, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Und es fallen wieder die Blätter. Link! Du hast die Stimme des Echos, doch es sieht nicht gut aus. Der schwarze Turm steht in der Vergangenheit kurz vor der Vollendung.
Furchtbares wird passieren, wenn du dich nicht beeilst. Ich höre das Echo einer Essenz von den Gipfeln im Nordwesten von Lünderstadt. Okay. Dort solltest du suchen. Aber geh schnell, Link. Denn wenn du langsam bist, dann stirbst du. Ne? Und alles mit dir. So, jetzt ist mir die Frage, wir sitzen auf einer Insel. Oh. Dieser fette Fisch wurde angespült. Der ist bestimmt lecker. Nee, nicht fressen. Roter Fisch schmeckt sicher hervorragend. Lass das Vieh in Ruhe. Flup. Was mache ich hier? Ja, ich bestreue mal mit Flup. Nicht. Okay. Wir haben diesen roten Fisch gefunden. Wir können es kaum erwarten, davon zu kosten. Hey, was sind da für rote Kerne, die du da hast? Glutkerne? Klingt interessant. Tauschst du deine Glutkerne gegen den Fisch? Ja. Abgemacht. Mal sehen, wie sie schmecken. Ja. Es brennt, es brennt. Und die Typis sind weg. Die hätten mich fast gefressen. Mein Name ist Dimitri. Ich kann im Meer schwimmen. Willst du irgendwo hin? Du darfst auf mir reiten. Ach, das ist ja cool. Ja, er ist ein toller Schwimmer, sogar Wasserfälle. Wow. Das ist ja cool. Okay. Das ist ja cool. Jetzt haben wir Dimitri. Mit dem können wir die Weltmeere bereisen. Und wir können ihn sogar mit einem Kraftarmband mitnehmen. Ist ja auch cool, oder? Ja, gut, dann gehen wir mal runter. Friss alles. Ja, für irgendwas muss das gut sein. Ja, ich wusste, dass es für irgendwas gut ist. So, erstmal runter. Ja, Kernpflanze natürlich. Nee, nicht das Ding. Ich will eher... Nein, die Fee. Nein! Ach, verdammt. Ah, ich bin leicht unkoordiniert. Wundert euch nicht. Das ist ja toll. Ja, das Problem ist wahrscheinlich nur, dass der nachher auch wieder verschwindet. Befürchte ich, oder auch nicht. Mal gucken. Mal sehen, ob wir vielleicht irgendwann ein Lied lernen, wo wir diese Tiere rufen können. Ah, sind wir wieder am Strand. Aber ich werde zuvor mich noch etwas umsehen, solange ich dieses schwerfällige, übermütige Ding mit mir herumschleppe, quasi. Weil ich kann sie auch mitnehmen. Aber ich kann die Steine nicht zerbeißen, das ist schade. Und ich kann wahrscheinlich auch durch die Strudel nicht durch. Natürlich nicht. Ach, habt ihr das gesehen? Das hat richtig lieb ausgesehen. Ich verirre mich so weit draußen. Okay. Gut, ich dachte mir schon, wir können überall hinreisen, aber wie es aussieht, ne, mag er nicht. Weil da verirrt er sich. Der arme Dimitri. Dimitri Goschenski. Das ist schön. Wir haben alles gefunden. Hier zumindest. So nach unten. Ich will dieses tolle Tier noch weiter haben. Ah, wieso musst du dich hier... Ja, du bist unfähig. Wir sind da. Nun trennen sich unsere Wege. Auf Wiedersehen. Ja, toll. Wofür hast du mir das jetzt mit dem Kraftarmband erklärt? Dimitri? Hallo? Na, toll. Naja. Wir sind auf jeden Fall wieder hier und können neue Abenteuer bestehen. Ich habe diesmal leider keine Ringe mit. Aber, naja. Das ist natürlich die Frage. Ach ja, wir könnten jetzt ja eigentlich genau... Ah, ich weiß, wo wir jetzt hin können. Aber zuvor werden wir diesen... Bist du immer schon da gewesen? Kommt es mir nur so vor, oder wird der Turm tatsächlich größer, obwohl keiner mehr dran baut? Hm, das ist komisch. Ja, es liegt daran, weil in der Vergangenheit gebaut wird. War hier da? Nee, der Maskenhändler war das. Boah, wo war denn der? War der jetzt hier? Oder war der woanders? Ich glaube, der war... Nee, egal eigentlich. Nee, der war da drüben. Den finden wir. Genau, jetzt können wir nämlich hier rüber. Aber zuvor bringen wir dem Maskenhändler noch die Maske. Ich bin so hungrig. Mein Magen hängt in den Kniekehlen. Ah, ich habe Hunger. Verzeihung, ich dachte nur, du könntest helfen. Ah, Hunger. Gibst du ihm den Knusperbraten? Natürlich geben wir ihm den Knusperbraten. Puh, Fleisch. Her damit. Naja, besser als nichts. Was starrst du mich so an? Ach, du möchtest etwas dafür. Was für ein gieriger Bengel. Du gehst nicht, bevor du etwas dafür bekommst? Na gut. Kannst du hier die haben, ne? Puh, Fleisch. Das ist eine Hundemaske. Sie steht bei Hundeliebhabern hoch im Kurs. So, jetzt ist natürlich die Frage. Es gab da so eine Hundehalterin. Wo die auch immer war. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wir können mal gucken. Ich hoffe nur, dass die nicht in der Vergangenheit war. Ich glaube nicht, dass in der Vergangenheit die Leute schon so komisch waren. Aber ich glaube, die Hundehalterin war hier. Kann das sein? Hundehalterin? Ja! Und die will eine Maske.
Ich bin Mama Huyan, die beste Hundezüchterin der Stadt. Mein Hund sieht noch niedlicher aus als der hier. Noch niedlicher, leider ist er sehr schüchtern. Ach, eine Maske. Die würde ihm perfekt passen. Bitte lass mir diese Maske. Gibst du ihr die Hundemaske? Ja, ist schon okay. Braver Junge, du sollst das Spielzeug meines Hundes haben. Eine Hantel. Es ist leider nur die eine. Na toll. Stimmt etwas nicht? Ich habe erstmal nur mit einer begonnen. Ja, toll. Gut, eine Hantel. Nein, da weiß ich jetzt leider nicht mehr, wo wir die hinbringen müssen. Naja, mal sehen.